Sinje Oeslinger, meine Herren, ich habe den Film gesehen, ja, vor 2 Tagen. Mhm. Und kann nur sagen, Hut ab. Echt Hut ab, was du da leistest. Ich war tief bewegt und ich liebe es, wenn ich bewegt wäre. Und ich finde es so schön, dass auch wirklich in den letzten Jahren das deutsche Kino auch gezeigt hat, man kann es schaffen, das zu machen. Und das liegt jetzt auch in diesem Film, jetzt vor allen Dingen auch in deinem Spiel. Nicht zu vergessen, wenn ich kurz spoilern darf, diese Szene, wie er auf diesem Felsen steht, auf diesem Brandungsvorsprung, die Arme ausgebreitet und dann dieser Ruf, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, zu der Musik von Alles Solar. Versprechen, also spätestens da hat es mich wirklich richtig gepackt. Erstmal so dieses Drehbuch überhaupt, wie emotional war das, als das Angebot kam und du zum ersten Mal das Drehbuch gelesen hast, oder hast du vielleicht sogar schon vorher den Roman gelesen? Ich kannte den Roman vorher echt gar nicht. Dann war halt das erst so, dass ich halt quasi das Drehbuch gar nicht hatte, erst die Castings gemacht habe, danach der Zusage habe ich das Drehbuch auch bekommen, habe es dann halt das allererste Mal gelesen und ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen. Es war schon sehr emotional auch. Und danach natürlich habe ich mir auch direkt das Buch gekauft und auch durchgelesen. Sehr wichtig. Mhm. Bei der Geschichte selber, wenn man jetzt sowas spielt, also es ist ja real, es ist ja wirklich also angelehnt an wahre Ereignisse, die Steffi gab es ja wirklich. Ja. Mit welchem Gefühl geht man da dran, wenn man eben weiß, es ist eben nicht nur Fiction, sondern dass es halt wirklich so passiert? Natürlich habe ich mir da vor allem auch am Anfang irgendwie so relativ viel Druck gemacht. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte oder weil ich halt dachte, okay, wow, du hast halt auch eine Verantwortung einfach gegenüber der Familie und den Freunden von Steffi. Und das war auch für mich was ganz Neues, weil das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt eine Figur gespielt habe, die halt eben angelehnt war an eine reale Person. Aber ich habe es ehrlich gesagt für meine Arbeit als Schauspielerin versucht, beiseite zu schieben, das zu verdrängen. Weil ich frei sein wollte im Spiel selber. Ich wollte halt wirklich gucken, okay, was ist Steffi, was ist das für eine Figur? Wie ist das, nochmal 15 zu sein? Gerade halt in der Mitte des Lebens eigentlich zu stehen mit einem fertigen Schulabschluss und mit einem Freund an der Seite und einem Plan, Polizistin zu werden und dann halt eben mit so einer Diagnose halt konfrontiert zu werden. Und eben habe mich halt versucht, in die Figur an sich einzufinden und diesen Aspekt eben der realen Person für die Arbeit am Set beiseite zu schieben. Mhm. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass sie wirklich, wie du gerade schon erwähnt hast, in der Blüte ihres Lebens steht. Sie ist 15 mhm. und bekommt dann die Diagnose, du hast nur ein paar Monate zu leben. Ach übrigens, fang doch direkt mal morgen mit der Chemo an und verbringe die restlichen Zeiten, die du hast, im Krankenhaus. Hast du dir jemals darüber nachgedacht, wie hättest du reagiert oder wie würdest du reagieren, wenn jetzt plötzlich irgendwie dann bei einem Routinecheck irgendwie so eine Diagnose kommt? Ich finde es immer total schwer, so eine Frage zu beantworten, weil ich war noch nie annähernd in so einer ähnlichen Situation. Ich kann gar nicht sagen, das ist halt immer so dieses Spekulative, wie würde ich reagieren. Ich glaube, das ist auch sehr stark davon abhängig, in was für einer Lebensphase du dich befindest. Ich glaube, als 15-Jährige, wo man sich ja, also normalerweise oder zumindest ich mir halt noch gar keine Gedanken über meinen eigenen Tod gemacht habe oder noch, also mich nicht groß mit meiner eigenen Sterblichkeit bis dato auseinandergesetzt habe, ist es, glaube ich, noch mal was Krasseres oder könnte ich mir vorstellen, dass es was Krasseres ist als für jemanden, der 40 ist und vielleicht dann eher schon mal irgendwie sich mit seiner oder hoffentlich mit seiner eigenen Sterblichkeit auch auseinandergesetzt hat. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Generell, ich hatte echt keine Ahnung. Also ich hoffe natürlich, dass ich irgendwie die Hoffnung behalte und den Rest des Lebens, was mir dann noch zur Verfügung steht, genießen werde. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur depressiv werde und mich vor allem verkrümel. Das weiß ich nicht. Im Film spielst du ja die Tochter von Til Schweiger und Heike Mackert. Ja. Wie war's mit den beiden? Es war echt cool. Ich war super aufgeregt. Ich muss sagen, ich war echt mega aufgeregt. Ich meine, dieser ganze Cast, wir haben unglaublich viele sehr bekannte Schauspieler. Also der Cast auch an sich, das ist irgendwie, das war auch schon, wo ich mir dachte, wow, okay, das ist eine Herausforderung. Okay, cool bleiben. Till, das ist aber ganz cool gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war natürlich dann vor allem, bevor wir den ersten Drehtag miteinander hatten,
war ich super aufgeregt und kam am Morgen ans Set und dachte mir so, okay, wie wird das jetzt? Was denkt der? Denkt er, ich kann gut spielen oder nicht? Oder also diese ganzen tausend Gedanken, die da einem irgendwie durch den Kopf rasen. Aber es war cool, wir hatten dann so eine riesige Base, also die Base am Set, das war ein Trailerpark eigentlich. Und er kommt wirklich von der hinteren Ecke aus seinem Trailer raus und ich war ganz vorne und kam raus. Und dann schreit er im Prinzip über die ganze Base rüber von wegen, ja, Sinja, ich habe gestern Muster gesehen und ich finde den Film echt super und du machst das auch cool, gefällt mir alles. Und dann dachte ich mir, okay, easy, das kann klappen, auf jeden Fall. Und mit Heike Makatsch, das war auch total schön. Es war cool, weil wir uns eigentlich kennengelernt hatten beim Schönsten Mädchen der Welt, beim Kinofilm. Da hat sie aber die Lehrerin gespielt und es war halt dann natürlich, hatten wir jetzt keine so intensiven Szenen zusammen. Das war halt eher mehr so dieses Beobachten aus der Ferne heraus. Und das war halt jetzt schön nochmal irgendwie so in diese intensive Zusammenarbeit. Und auch, wir hatten auch einige sehr emotionale Szenen zusammen. Und das war sehr schön. Gab es auch mal einen Drehtag, wo du total aufgeregt warst? Also war die Szene vielleicht wirklich eine besondere Herausforderung war im Film? Im Vorhinein nicht. Lustigerweise bin ich dann immer irgendwie so, auch wenn es heißt, auf Kühen reiten oder an der Klippe stehen, ist dann immer so, ja, okay, steht halt im Drehbuch, ist dann, steht auf der Liste, To-Do, musst du einfach abhaken, einfach abarbeiten. Aber lustigerweise in der Situation dann selber, ich glaube, bei der Klippe, ich stand da die ersten paar Male drauf und ich habe es nur 5 Sekunden ausgehalten und musste mich immer wieder hinsetzen, weil ich dachte gar nicht, dass ich irgendwie so Höhenangst habe. Habe ich auch eigentlich nicht wirklich, aber dieses Gefühl, quasi nur am einen Faden an dieser Harnessweste festgehalten zu werden und man muss sich halt wirklich reinkippen lassen und dann muss man da stehen und irgendwie... ich weiß nicht, in den ersten paar Momenten habe ich das halt gar nicht aushalten können. Und das sind dann immer so Momente, wo ich denke so, oh scheiße, das ist doch nicht so leicht, wie ich irgendwie dachte. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu blauäugig oder naiv rangegangen. Ich meine, im Endeffekt hat es auch alles geklappt, aber das sind dann so Momente, wo ich dann in der Situation selber denke so, boah scheiße, das geht nicht, jetzt bin ich richtig aufgeregt, was mache ich denn, alle warten auf mich und so weiter und so fort. Das wollte ich nämlich auch fragen. Also ihr hattet jetzt ein Harness, ihr wart sozusagen gesichert. Es hätte nicht passieren können, dass du jetzt einen Schritt zu weit nach vorne gehst in diesem Windrausch und dann... Nee, auch im Zweifelsfall. Natürlich hatten wir halt Windmaschinen davor, die standen natürlich direkt unter uns. Also wären wir runtergefallen, hätte vielleicht im Notfall noch jemand schnell die Windmaschine wegziehen können. Aber es wäre auf jeden Fall ein bisschen unglücklich gewesen. Aber ich glaube, lebensgefährlich war das alles nicht. Also das... Brüche ja, aber ich glaube, man hätte überlebt, selbst wenn man gefallen wäre. Aber nee, wir waren halt wirklich gesichert und wir hatten auch ein super gutes Team an der Seite. Und das ist doch das Wichtigste, glaube ich, als Schauspieler, wenn man in so einer Situation ist und man merkt, oh, okay, ich habe da gerade selber Probleme mit, ich komme da jetzt gerade irgendwie nicht so weiter, ich kann mich da nicht so fallen lassen. Diese Absicherung zu haben von Team um einen herum, es ist okay, nimm dir deine Zeit, alles ist sicher. Wir sichern dich komplett, da kann nichts passieren. Und jetzt nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst und taste dich da langsam heran. Und das ist auch echt super. Also selbst wenn man da noch zum 15. Mal steht und sagt, okay, ich will es jetzt nochmal probieren und man hält es immer nur 5 Sekunden aus. Das Stunt-Team, das war super, das hat jedes einzelne Mal mitgemacht. Und ich glaube, das ist wichtig. Wie reitet man auf Kühen? Weil das sind jetzt keine ausgebildeten Dressurpferde, sondern die Kuh sagt wahrscheinlich, was macht das Mädel da auf meinem Rücken irgendwie? Geh mal runter, Bäumen oder sowas? Nee, das nicht. Also anscheinend, also diese Kühe, die haben einer Familie gehört und deren Kinder, die haben sich anscheinend öfter schon mal auf diese 2 Kühe draufgesetzt. Aber die saßen halt drauf, that's it. Und im Prinzip, wie reitet man auf Kühen? Wir hatten letztendlich die Ansage, setzt euch mal da drauf. Gucken, was passiert. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und wir lassen die Kamera laufen. So. Das war die Ansage und herausgekommen ist das, was man im Film sieht. Im Hintergrund, das muss ich kurz erwähnen, gibt es ja eine Kuh, also einen Bock, der auf eine Kuh draufspringt. Ja. War das irgendwie geplant? Hat man da irgendwas oder war das zufällig, wenn die Kamera lief? Nee, das kannst du ja nicht. Also ja, wie will man, also die Kühe... Nein. Das war wirklich, das war Momentaufnahme, einzigartige Momentaufnahme, das war... Wir hatten tierisches Glück, dass es überhaupt auf einer Kamera drauf war. Es hätte ja auch sein können, dass man zu dem Zeitpunkt was ganz anderes filmt. Das war nicht geplant und ein sehr lustiger Zwischenfall. Es war genau im richtigen Winkel. Ihr steht da im Hintergrund, direkt im Winkel, gut zu erkennen. Passiert das gerade? Es war wie inszeniert. Ich war so, Moment, wie haben die das jetzt hinbekommen? Das war pures Glück. Gab es noch ein paar andere lustige Momente vom Dreh?
Ach, ich meine, wir hatten super, super viel Spaß. Das war wirklich, ich meine, wir haben ja quasi dadurch, dass ja auch der Film Roadtrip erzählt, sind wir wirklich viel rumgereist. Und wir sind halt mit einem ganzen Team von 50 Leuten rumgereist. Das war schon irgendwie eher mehr so ein, wie so ein kleines Zirkus-Familien-Feeling im Prinzip. Und wir sind dann halt quasi einmal durch ganz Bayern und Paris und so gekurft. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit auch mit dem Team zusammen. Und oh ja, wir hatten, also ich meine, die Kühe, das war so ein Moment, der auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, was echt, echt absurd im Nachhinein lustig war, in dem Moment, wenn du auf der Kuh drauf sitzt und die halt einmal wirklich losgaloppieren und die können wirklich schnell sein. Da kriegst du echt mal Muffensausen, da denkst du, so ist nicht so cool. Im Nachhinein aber kann man einfach nur noch drüber lachen. Also es sind so, ich glaube, das, ja, es ist, ich meine, Herrgott, wer reitet auf einer Kuh, ne? Mega. Du kommst aus Köln? Ja. Was bedeutet dir die Domstadt? Oh, das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat. Das ist, ich bin in der Südstadt groß geworden. Südstadt ist mein Hund. Das ist, ich bin Südstadtkind von Anfang an. Ich bin im Klösterchen geboren worden, immer nur im Viertel rumgereist. Ich bin da zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, bis ich halt meine erste eigene Wohnung quasi nach Berlin gezogen bin. Bin ich ein Südstädterkind. Also Köln ist so Südstadt und Heimat. Das wird sich, glaube ich, nie verändern. Also das ist einfach Gesetz. Egal, wo ich irgendwann mal leben werde oder noch sein werde oder so. Aber das ist, Südstadt ist Heimat. Du bist ja auch quasi in die Schauspielerei reingewachsen, hast du schon unglaublich viele Sachen gemacht. Mhm. War das auch immer schon so eine Art Traumberuf oder hat sich das einfach so ergeben, weil man dann, wenn man schon mal drin ist irgendwie dann und als junger Mensch anfängt, dass man dann sagt, okay, dann bleibe ich direkt dabei? Oder gibt es da noch so andere Dinge, wo du sagst, da hast du mal Ambitionen, vielleicht irgendwie noch, keine Ahnung, Zahnmedizin zu studieren oder irgendwas anderes oder so? Nee, also ich studiere auch parallel. Also das war, okay, fangen wir mal erstmal von vorne. Okay. Ich bin natürlich in die Schauspielerei irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Ich habe ja angefangen, Schauspielunterricht am Commedia Colonia Theater zu nehmen in Köln und bin da, als wir ein Stück aufgeführt haben, von meiner damaligen Agentin entdeckt worden und bin dann halt irgendwie so mehr oder weniger da einfach reingerutscht. Das war halt irgendwie so, mach mal die Castings mit und dann habe ich Rollen bekommen und dann war das für mich aber sowieso klar, nee, ich mache erst Abi fertig, weil ich, also nur weil ich jetzt irgendwie mal eine Rolle habe, dann breche ich jetzt nicht die Schule ab irgendwie so. Das war mir immer irgendwie so, ich weiß nicht, da war ich immer ein bisschen vorsichtig, glaube ich. Und dann, als ich Abi hatte, lief das irgendwie mit der Schauspielerei zu dem Zeitpunkt so super, dass ich halt erstmal nach Berlin bin und das hauptberuflich gemacht habe. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das für mich kopfmäßig nicht reicht. Dieser Leerlauf dazwischen, ich brauchte irgendetwas, was mich halt noch fordert und irgendwie so, ja, irgendwie ein bisschen mein Wissen erweitert einfach und habe dann halt angefangen, erst Philosophie zu studieren, habe dann gemerkt, so, was soll ich denn danach mit Philosophie machen? Das ist zwar super interessant, aber weiß ich ja nicht. Und habe jetzt vor 2 Jahren angefangen, digitale Medienkultur zu studieren und das mache ich jetzt auch fertig. Und dann mal gucken. Also es ist auf jeden Fall so eine zweite Standbeinsmöglichkeit, aber ich will mir das alles offen halten. Ich will das mitnehmen, was ich mitnehmen kann und das machen, was mir Spaß macht. Und ich glaube, wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, zwischen 2 Standbeinen hin und her zu jonglieren, sollte es nicht schief gehen. Ja. Du kannst ja nicht nur mittlerweile auf Kühen reiten, du bist ja auch im Reitsport aktiv, hast ja auch mal eine Pferdeserie gedreht. Ja. Was bedeutet dir das Reiten? Weil du bist ja mit dabei, also, du bist ja nicht so wie andere Mädels, die jetzt mit 16, 17 sagen, wenn der erste Freund kommt, ich lasse das jetzt beilegen. Nee, aber ich bin nicht im Reitsport aktiv. Ah, okay, also das ist, glaube ich, eine Fehl... War Wiesenreiterei irgendwie noch immer? Wie bitte? Bist du noch auf dem Hof ab und zu oder machst du gar nicht mehr im Pferd? Nee. Oh, nee. Okay. Also das war, ich habe damals angefangen, wirklich, als ich so, wann war das erste Mal denn? Ich glaube, so mit 11, 12 habe ich dann, war ich auch auf dem Ferienlager im Reiterhof und so weiter und so fort und bin da ab und zu mal geritten. Und dann eben, wie gesagt, nochmal sehr intensiv eben auf die Vorbereitung und natürlich auch während der Drehzeit für diese Pferdeserie Amens Geheimnis. Die lief ja auch 2 Staffeln lang. Da war das nochmal sehr intensiv. Aber es war, sage ich mal, nichts, was irgendwie sonderlich lange in meinem Leben war, weil ich habe super viel Sport früher gemacht. Ich habe auch Schwimmen, Fechten, Boxen, alles durcheinander eigentlich. Bin auch mal so im Laufverein gewesen und so, für Marathon und so. Also das ist
Das war immer ein ständiger, konstanter Wechsel quasi an Sportmöglichkeiten und Sportaktivitäten, die ich hinter mir habe. Was ja auch ein Gegensatz ist. Auf der einen Seite Pferdesport, auf der anderen Seite Boxen. Ja, das ist ja so, wo man sich sagt, sind eigentlich zwei Welten. Warum Boxen? Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Weil ich das Training total interessant finde. Weil es ist Ausdauertraining und Präzision und Krafttraining, alles in einem. Nur als ich dann halt im Training das erste Mal was ins Gesicht bekommen habe, ist mir dann aufgefallen, so, ich habe am nächsten Tag hatte ich ein Casting und dann dachte ich, ja, scheiße, das ist halt irgendwie als Schauspielerin. Und nur das Training, ich meine, Training beinhaltet halt auch eben diesen, es ist ein Kontaktsport, so, und dann kannst du halt nicht immer nur mit dem Sandsack boxen, so. Und dann dachte ich mir auch so, nee, okay, die Einheiten, die mir gefallen, die kann ich ja trotzdem beibehalten. Diesen Ausdauer und diesen Kraftpart und, aber halt den Kontakt, den muss ich halt weglassen. Es sei denn, irgendwann, wenn Schauspielerei mal nicht funktioniert, dann kann ich es ja wieder anfangen, das ist ja eh egal. Was kommt als nächstes? Gibt es schon Projekte, mit denen du sprechen darfst? Auf jeden Fall. Also, also jetzt so nicht Projekte, die ich drehen werde, da steht alles noch offen. Aber ich habe eine neue Serie, die jetzt am 14. Oktober, Breaking Even auf ZDF Neo, Premiere feiert und da bin ich super aufgeregt, weil das ist auch ein Herzensprojekt von mir gewesen, das ich auch letztes Jahr gedreht habe, direkt im Anschluss zu diesem Kinofilm, und da bin ich auch sehr gespannt, weil ich mich auch sehr darauf freue, weil ich auch finde, dass es eine sehr gelungene Serie ist und auch das Team unglaublich schön war und wir super Schauspieler haben, und das ist auf jeden Fall noch so was jetzt zu erwarten ist. Magst du kurz erzählen, worum es im Breaking Even geht? Es ist im Prinzip so ein Wirtschaftskrimi und ein bisschen Familiendrama und sehr viele Intrigen und so kleine Rachefeldzüge, aber es sind so viele Stricke, die im Prinzip ineinander laufen, dass man erstmal gar nicht so eine wirkliche Ahnung hat, worum es jetzt eigentlich geht. Was ist jetzt irgendwie so wirklich der Kern? Aber es hat super viele interessante Aspekte. Okay. Gibt es da noch irgendwas Nettes, was dir dazu einfällt, irgendwie so von hinter den Kulissen? Was man jetzt schon mal aufnehmen kann, wenn die Serie rauskommt? Es war wirklich ein super interessanter Dreh. Wir hatten auch wieder super interessante Momente und Szenerien, auch mit Greifvögeln und so. Ich kann nicht allzu viel verraten, weil meine Rolle halt noch so ein bisschen im Dunkeln schwebt. Man ist sich ihre Absichten noch nicht genau sicher. Deswegen kann und will ich da noch nicht so viel verraten, weil sich die Leute das natürlich auch angucken sollen. Ne? So. Aber da war auf jeden Fall auch wieder vieles dabei, was ich zum allerersten Mal gemacht habe. Also viele erste Male wieder. Auch sehr beeindruckend, aber auch sehr cool. Also könnte es hier auch sein, dass du hier eine Böse spielst? Könnte sein. Würde man vielleicht erstmal vermuten, ja. Tendenziell eher, ja. Also quasi nochmal das krasse Gegenteil zu dem Kinoprojekt jetzt. Was halt auch cool ist, ne? Irgendwie direkt mit zwei Projekten nochmal irgendwie so an den Start zu gehen, die halt wirklich von Grund auf verschieden sind. Und ich sehe auch ganz anders aus. Da noch eine letzte Frage zu, weil es gibt ja viele, die wollen immer den Helden spielen, die Titelfigur und Pipapo, aber es gibt auch viele andere Menschen, die eben sagen, sie spielen viel lieber Bösewichte, weil nämlich jemand, der böse ist, jemanden, also dem Zuschauer, viel mehr im Gedächtnis bleibt, als zum Beispiel jetzt jemand, der Good Guy ist. Siehe zum Beispiel Vampire Diaries, Paul Wesley, ja, ist normalerweise der Headliner, wenn du die Serie kennst, aber Ian Somerhalder, der böse, verwogene Damon Salvatore, den finden alle viel geiler. Ja, weil er halt sozusagen dieser Bad Guy ist. Also was würdest du sagen irgendwie? Ist das auch vielleicht so eine Rolle, wo du als Schauspieler sagst, du würdest auch gerne mal dich irgendwie so in so Bösewichter irgendwie so reinsetzen oder dann lieber doch dann sozusagen, also Prinzessin oder Bad Guy? Kommt auf die Prinzessin an und kommt auf den Bad Guy an. Weil ich finde, das hat dann eher so ein bisschen was mit der Motivation einer Rolle zu tun. Ich bin eher interessiert an Rollen, die divers sind und einen Tiefgang haben, nicht so oberflächlich sind. Eher, sage ich jetzt mal so, dem Klischee entkommen zu versuchen. So, daran bin ich interessiert. Von daher, ich kann die Prinzessin und ich kann den Bösewicht. Ist okay, aber es kommt halt so. Dann eher mehr so ein bisschen ja, auf die Motivation der Rolle an und auf den Tiefgang der Rolle. Super. Vielen herzlichen Dank. Bitteschön.